Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute wird gebacken. Wir machen uns ein richtig leckeres Vollkornglück. Und warum dieses Brot so heißt, das seht ihr gleich, wenn ich euch mal die Zutaten einblende. Wir haben richtig tolle, leckere Körner mit im Brot enthalten, schroten uns auch wieder ein bisschen Getreide selber. Und es gibt uns richtig schön viel Power für den Tag. Ja, ihr wisst ja auch, dass ihr die ganze Info zum Rezept, Zutaten und Zubereitung unten in der Infobox findet. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich werde heute das Brot in einer Kastenform backen. Und wir legen jetzt los. Und zwar werden wir uns jetzt, wie gesagt, Getreide selber schroten. Ich habe hier jetzt eine 6-Korn-Mischung. Die gibt es von Alnatura. Habe ich auch schon in meinem Wahnsinnsbrot verwendet. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke es euch nochmal hier oben in die Infocard. Das ist auch ein richtig mega leckeres Brot. Die Körnermischung bekommt ihr beim Edeka zum Beispiel. Werde ich jetzt in den Mixtopf geben und als allererstes schroten. Und zwar habe ich hier 140 Gramm von der 6-Kornmischung. Deckel halt da raus. Mix die Maiser rein. Und 25 Sekunden auf der Stufe 8 schroten. So, Mixi-Meiser kurz abklopfen, zur Seite legen. Schaut mal, so schön fein haben wir jetzt das Mehl. Das fülle ich mir in ein Schälchen um. Stelle es zur Seite und gebe jetzt 250 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann 250 Gramm Kefir. Frische Hefe, da brauchen wir ungefähr 15 Gramm. Und das krümel ich gleich so ein bisschen hier hinein. So, 15 Gramm. Das ist ein bisschen weniger wie ein halber Würfel. Dann setzen wir den Deckel wieder auf und erwärmen alles 3 Minuten lang bei 37 Grad auf der Stufe 1. Nun geben wir das 6-Kornschrot dazu. Dann 180 Gramm Weizenmehl, Type 1050. Gramm Weizenmehl, Type 550. Gramm Salz. Gramm Zuckerrübensirup. Gramm Sonnenblumenkerne, 60 Gramm Sesam, 80 Gramm Chiasamen. So, und danach setzen wir den Deckel auf und kneten das Ganze auf der Teigstufe 3 Minuten lang. Ja, der Teig ist fertig. Schaue ich mal. Er ist hier am Rand noch nicht richtig durchgemischt, deswegen mache ich das ganz kurz noch mit dem Spatel. Also das ist gar kein Problem, falls ihr das auch seht. Dann einfach noch mal ein bisschen mit dem Spatel nachhelfen und einmal unterrühren. Das geht ja ohne Probleme, so dass alles wirklich schön vermischt ist. Schaut mal. So sieht die Masse, die Teigmasse aus. Die lassen wir jetzt gerade hier im Mixtopf drin. Ich schiebe sie mir nur gleichmäßig wieder hier runter. Setzen den Deckel auf. Und lassen den Teig jetzt einfach hier im Mixtopf 45 Minuten gehen. Und in der Zeit könnt ihr euch schon eine Kastenform einfetten. Meine ist 30 cm lang. Da nehme ich einfach ein bisschen Butter
und streue das Ganze dann noch mit Haferflocken aus. Die Gehzeit ist rum. Und schaut mal, der Teig ist schon richtig schön hoch geworden. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Den fülle ich jetzt in die vorbereitete Kastenform um. Und bestreue noch mit etwas Haferflocken. So, und jetzt lasse ich den Teig nochmal 45 bis 60 Minuten gehen. Ich decke ihn einfach mit einem Geschirrtuch ab. Und danach geht es dann weiter, also unbedingt dranbleiben. Ja, die Gehzeit ist um. Ich habe es jetzt 45 Minuten gehen lassen. Schaut mal, wie schön der Teig aufgegangen ist. Und jetzt wird das Brot in den kalten Backofen geschoben, auf die zweite Schiene von unten und bei 220 Grad erst einmal 60 Minuten gebacken. Und dann machen wir weiter, also unbedingt noch weiter dranbleiben. Bis gleich! Ja, meine Lieben, die 60 Minuten sind rum. So sieht das Brot jetzt aus. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe mir hier einen Gitterrost mit Backpapier belegt und auf das werde ich jetzt das Brot vorsichtig stürzen und rausholen. Und jetzt wird das Brot nochmal weitere 20 Minuten in den Backofen gestellt und wird fertig gebacken. Ja, meine Lieben, und hier ist jetzt das fertige Vollkornglück. So sieht es aus. Ihr könnt es natürlich auch mit Backpapier abdecken, falls ihr Angst habt, dass es zu dunkel wird. Aber es ist generell schon ein bisschen dunkler durch den hohen Anteil vom Zuckerrübensirup. Dadurch wird es außen einfach einen kleinen Tick dunkler. Ja, jetzt lasse ich es abkühlen und werde euch hier noch eine Szene einblenden, wie ich es dann anschneide, damit ihr seht, wie es von innen aussieht. Und ja, ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und ihr gebt mir wie immer ein Däumchen nach oben, auch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst mir auch gerne wieder Feedback in den Kommentaren da, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es ausprobiert habt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, wisst ihr ja, könnt ihr hier gerne mal vorbeischauen. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!